Feuerjodsamen, ich bin geschockt. Nein. Hallo! Ja, richtig. Willkommen zu Teil 3 mit Katze. Und ich bin Balui. So, wir gehen wieder auf den Server. Hat gerade geknackt in dem Moment. Weil wir vorhin nämlich gejagt wurden. Ich bin gespannt, ob die uns hinterher joinen und uns wieder jagen wollen. Die sind nämlich gerade. Nee, können sie nicht. Folge 14. Annie kann es nicht, nur Killer kann es. Aber es könnte sein, wir könnten ja jetzt draufkommen und dann sind die Nächsten da, die uns hunten wollen. Ja, schauen wir mal. Join wir den Server. Vielleicht gehst du heute Katze. Was? Ja, join wir den Server. 3, 2, 1, join. Wiahu! Jetzt kommen die Geräusche, nicht erschrecken. Stimmt, die können uns nicht jagen. So, während wir jetzt hier noch Zeit haben, bevor die uns nachjoinen, brauchen wir kurz ein Crafting Table. Und wir brauchen Dinge. Dinge? Wir brauchen Dinge, oh, okay. Was ist denn? Ich hab übrigens die ganze Zeit noch ein Sword-Handle dabei. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht wolltest du mir irgendwann auch nochmal ein Titanschwert machen. Stimmt. Die schlauste Hast Idee du kein ist ja... Schwert? Nein, habe ich nicht. Habe ich dir nicht ein normales Titanschwert gegeben? Nein. Okay. Die... Okay. Ich hab nochmal Dias gefunden. Oh, geil. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir nur keinen Titan mehr, ne? Nee, aber wir können rein in der Theorie, wir brauchen auch noch ein bisschen Obsidian, wenn ich ehrlich bin. Wir sollten eine Dia-Pickaxe machen wieder. Ja, war klar. Dann kannst du wieder die Dias raushauen für eine Spitzhacke. Dann versuch mal da Lack drauf zu verzaubern. Ja, oh, das ist eine sehr gute Idee. Hier, nimm mal die Dias hier, bitteschön. Das ist eine wirklich, wirklich gute Idee. Einfach Lack drauf, meinst du, dann kriegen wir leicht das doppelte Dreifach. Wir haben doch den Enchantment Table. Oder? Ja. Ich weiß aber nicht, wie hoch die Chance ist, da jetzt einen Lack drauf zu kriegen. Nicht besonders hoch, aber wir können ja jetzt gerade, wir haben ja gerade das Geld. Wo ist denn der Crafting Table, den du bauen wolltest? Der ist dahinter. Unbreaking hätte ich noch für die Diablo-Gags. Ja, es ist besser sollen als wir, nichts, sollen wir die mit 7 Leveln für Unbreaking nee, für 3 Leveln lass verzaubern? Mich mal lieber versuchen, ob ich... Ah, nee. Soll ich mal probieren? Jetzt hab ich sie verzaubert. Du bist ein Lappen, ich hab gesagt, nee. Ja! Was ist an können, nee so schwer zu verstehen? Wir können auch noch eine Iron Pickaxe damit verzaubern. Stimmt. Dann lass uns mal gucken, ob wir nicht irgendwie Lack hinkriegen. Wo ist überhaupt unser Dia-Ofen? Wir machen jetzt einfach zig Millionen von diesen Pickaxen. So, hier ist ein Dia-Ofen, bitteschön. Hier ist Eisen, hier ist Kohle. Wir können auch eine Gold-Pickaxe nehmen, ne? Also wenn wir die Enchantment durchwürfeln wollen. Ich esse in der Zwischenzeit ein bisschen Schokolade. Also ich habe hier jetzt Unbreaking drauf. Hast du hier Lack, wenn du reinguckst? Wo ist der Lapis Balui? Es bringt nichts, wenn ich es dir reinlege. Hier. Unbreaking und Effizienz habe ich. Ja gut, Effizienz hat meine hat jetzt gerade Unbreaking. Ich hätte Efficiency nehmen sollen. Ich habe auch noch eine mit Effizienz hier. Effizienz 2 hätte ich allerdings. Gottes Willen, ich krieg einen Herzinfarkt. Ich habe mein WhatsApp nicht zugemacht. Und auf einmal kommt wieder der Sound wie beim Notification Sound so ein bisschen. So, hier, ich habe Effizienz 2. Sehr schön, sehr schön. Was heißt das? Das baut einfach schneller ab, ne? Ja, ja. Naja, ist ja für Strip Mine ist auch nicht schlechteste. Mach du mal, versuch mal deinen Verzaubern und ich such mal noch ein bisschen Titan und so ein Kack. Ich guck mal gerade nach Backpack. Ach, jetzt wollen wir doch Backpacks haben. Ich hab kein Leder mehr. Hast du noch Leder? Ja, hab ich noch, wahrhaftig. Wie viel? 6. Oh, das reicht für 2 Backpacks für uns. Ja, die Frage ist nur, ob wir es brauchen. Was willst du da reintun? Das Gute ist, du kannst ein Backpack in Safe-Info tun, ne? So wie es ist. Mit allen Items. Echt? Ja. That is something I find very nice. Es ist so, ja, vielleicht jetzt ein bisschen spät, dass ich dir das gar gesagt habe. Aber das haben sie in der Besprechung am Anfang irgendwann erklärt. War da? Warum habe ich das nicht gewusst? Ich weiß nicht. Weil du unfähig bist, wie ich immer mehr feststellen muss. Ich und unfähig? Scheiße, hätte ich mal dieses eine Titan da nicht liegen lassen. Mann, ärgert mich das. So, wir tun jetzt gerade mal alles, was wir so an und für sich jetzt nicht akut brauchen, da rein. Ein paar Baustoffe, bisschen übergebliebenes Gold, übrig gebliebene Leder. Och, das gelbe Zeug, ey, ich kann's nicht mehr sehen. Und nein, Leute, Katze und ich wollen nicht unbedingt in den Nether. Nein, nein. Das ist jetzt nicht mehr unser Ziel. Es macht keinen Sinn mehr, nachdem okay, die Deutschen alle Nether okay, ausgerüstet sind. Das haben sie gefixt, das finde ich schön.
Es ist nicht möglich, dass wir... Ich muss gerade mal ein bisschen sortieren bei mir. Es ist nicht möglich, dass wir das so machen. Das ist schon mal geil. Was denn? Dass wir... Das Big Pack Pack oben rechts ist jetzt gerade mal das, was wo so Zeug drin ist. Wo du dein Zeug rein entleeren kannst. Du kannst kein Big Pack Pack in ein Big Backpack legen. Ja gut, okay. Irgendwo müssen sie ja dann doch mal eine Beschränkung reinbauen. So, ich muss gerade mal gucken. Ich finde auch nur Eisen, Eisen. Wir können das jetzt gerade mal benutzen, um wieder ein bisschen Level zu kriegen. Den. Unbedingt diesen Dia-Eimer irgendwo hin tun, wo ich nicht einen Herzinfarkt bekomme, wenn ich ihn hab. Was ist denn ein Dia-Eimer? Lava-Eimer, Mann. Du hast Dia-Eimer gesagt, ohne Witz. Ja, was ich sag und was ich mein, weicht halt voneinander ab. Beschwer dich. Hab ich gerade offiziell. Hast du gemacht, hab ich gesehen. Es geht an Microsoft, an die Beschwerde-Hotline. Gut. Nee, die ist blau. Hier ist nix. Nix! Aber wirklich, wieder nix. Wir haben wieder, oh, weiß ich auch nicht. Oh, ich nehm's schon wieder mit Shift raus. Gibt wieder keine Level, ey. Lappenkatze. Wie, das gibt keine Level? Wenn du das aus dem Ofen rausschiftest, gibt es manchmal keine Level. Oh. Beziehungsweise gibt keine Level. Das ist aber doof. Das ist halt, und dieses Brennen ist halt echt ein möglicher Weg, um Level zu farmen. Ja, das stimmt. Ich habe auch noch einiges an Gold. Ich tue das mal als O-Inventar. Du musst in den Backpack rein. Nö. Ich hab keinen Platz fürs Backpack. Los, gibt. Was brauchen wir? Was haben wir überhaupt an Titan? Können wir gerade überhaupt irgendwas herstellen? Nee, ne? Wir haben keinen Titan mehr. Ja, nee, ich meine, Titan, ja, das heißt also, egal, was wir. Für sich hätten, was dann wir brauchen, wir insgesamt bauen. 13 Titan eher zubereiten. Das wären 26. Also, wenn du 26 Titan Crystals findest, dann. Ich habe Dias gefunden. Ist das okay? Es fängt gut an. Soll ich es liegen lassen für Lackspitzhacke? Wobei Dias ist jetzt echt nicht unser Problem. Ich nehm's mal so mit, was soll's. Falls ich dich nachher frage, wo ich das ganze Zeug hingetan habe, was mein Item, was mein Inventar voll. Ja, in das andere Backpack hab ich's rein. Ins andere Backpack geholt. Ja. So, das waren nochmal 5 Dias. So, ich glaube, ich weiß, wie ich die Folge nenne. Ich glaube, wir nennen sie, wir schwimmen in Diamanten. Blub, aber blub, das blub. Wichtige, Titan Herz finden wir nicht. Blub, blub, blub. Warum nicht, Katze? Warum ist hier kein Titan? Warum nicht? Eine gute Frage. Ich beantworte Frage mit Gegenfrage, weil warum? Voll die Gegenfrage. Scheiße, und ich... Wisst ihr, Leute, ich habe extra aus der Höhle das Titan nicht mitgenommen, weil ich gedacht habe, ach, wir haben viel mehr Titan als Dias. Das macht gar keinen Sinn. Okay, da ich jetzt fast sicher bin, dass wir die ganze Zeit über gesniped werden, die nächste Zeit, wenn die das jetzt schon einmal versucht haben, sollten wir gucken, dass wir jede Folge mal gucken, dass wir nach oben kommen. Und die komplette Richtung wechseln und einen neuen Strip-Mining-Gang irgendwo anders auf der Map anfangen. Meinst du nicht auch? Jede Folge? Ich würde sagen, gegen Ende unserer Aufnahmesession, mein Freund. Lass sie doch hier runterkommen, wenn wir zwei Folgen... Also würdest du das in der dritten machen. Reicht dann doch. Dann bauen wir hier aber irgendwas für die auf. Ja, können sie ja gucken. Redstone haben wir ja. Wenn du die Zeit und Nerven für sowas hast, mach mal. Theoretisch ja, praktisch fehlen mir leider die Slimeballs. Tut mir leid. Ich habe 2 Sticky Pistons. Hast du einen Gang gefunden? Ich glaube, ich habe nicht einen Gang gefunden, ich habe unseren Gang gefunden. Nein. Doch, sieht nach meinem Stil gemeint, alle 2. Ja. Okay, wir können die Folge nennen, wir sind zu Hause. We're back at home. Back aber at wenn home. Wir doch hier zurück sind, ne? Nein, das ist nicht unserer. Sicher? Ja. Hier ist eine Workbench. Ja, erstmal stelle ich nie Fackeln auf den Boden, damit fängst du schon mal an. Das ist nicht meine Art von Fackel aufstellen. Ja, das habe ich jetzt gerade gemacht auf dem Rückweg, die Fackeln eingestellt. Ach so. Wir müssen hier unglaublich aufpassen, es könnte eine Falle sein, fällt mir gerade auf. Ja, es sieht danach aus. Also es ist überall möglichen Situationen sind Crafting Table aufgestellt. Ich sehe es, wenn wir da vorne jetzt wieder. Gravel ist immer gefährlich. Als wenn einer eine Falle mit Gravel aufbauen würde. Die Ruhe und Nerven hat doch keiner. Also ich habe. Die Worldbottle. Aua! Die Worldbottle hat mich erschrocken. Balui, ich will dich jetzt nicht enttäuschen, aber. Da vorne ist die Schlucht. Die Worldbottle ist zwar klein geworden, aber da vorne ist die Schlucht mit dem Minenschacht oben. Das ist unser alter Mining-Gang. Ja, ich sag doch so, meint keiner, aber eigentlich habe ich die Fackel nicht abgebaut.
Wir haben die Fackel noch am Ende alle abgebaut. Nee. Also ich nicht. Ich definitiv nicht. Du? Also ich habe immer wieder mal ein paar weggenommen. Oder ist es uns jemand nachgekommen? Ja, nur dieses... Oder hat versucht, uns nachzukommen. Kann schon sein. Aber hast du so viel Lapis Baloui liegen lassen? Ja, ich habe das nicht mehr mitgenommen. Ja, also es empfindet sich irgendwie nach unserem Stil. Zwei ja meiner Gänger, wie ich sie normalerweise nämlich auch mache. Gottes Willen! Ich höre da links von mir Steps. Ich gucke hin, da fliegt da auf einmal so eine Fledermaus raus. Gottes Willen! Ja, ja. Bauen wir hier weiter, würde ich sagen. Nee, ich würde sagen, wir gucken mal lieber zurück. Oder ist hier die World Border jetzt? Die World Border ist am Anfang von diesem Gang, ja. Ist sie kleiner geworden, die Arsch? Cool. Ja, ist viel kleiner geworden. Merken wir aber gar nicht irgendwie. Wir werden nach und nach eingekesselt, habe ich so das Gefühl. Ich hoffe ja immer noch, dass ich die Stelle wiederfinde, wo ich das Titan übersehen habe. 5 Minuten werden wir gekickt. Hier sind die Spinnen, hier ist deine Spinnenfalle. Ich sag doch! Was? Stimmt, die Spinnenfalle! Ah ja, gut, bringt uns jetzt halt nichts mehr, gell? Nicht so viel. Oh. Hör mal, Katze, ich hab nichts mehr zu mampfen. Ich hab auch rohes Fleisch, aber nichts zu mampfen. Den Goldapfel hast du auch noch nicht rausgenommen. Nimm mal den Goldapfel raus. Ja, den hättest du auch essen. Wieder was zu mampfen. Nee, ja, dann hättest du wieder was zu mampfen. Guck, jetzt hast du wieder was zu mampfen im Safe-Inf. Dankeschön, ich hab hier noch Fleisch. Soll ich das mal reintun? Kannst du irgendwann mal burnen. Können wir in der nächsten Runde dann burnen, ja. Haben wir überhaupt noch generell viel zu essen, weil so langsam... Ein bisschen was haben wir in den Backpacks auch noch drin, so Kopfmatten und sowas. Das hier ist meine Workbench, die ich hingestellt habe. Ja, eindeutig, das ist unser Gang. Aber wie bin ich denn... Ach, das ist das, wo wir hoch ans Wasser getaucht sind, yo. Hier sind wir, okay. Mist. Das war der Plan, wir wollten hierher. Ja, Logik. Kacke. Wir erkunden die Map, nennt man das, glaube ich. Der letzte Folge mache ich fast Selbstmord. Ja. Mit dem Lava-Eimer. Ja, und jetzt sind wir einfach wieder die Profis im Dienst. Wir haben uns selbst gefunden. Ja. Läuft bei uns, habe ich mal gehört. Hast du eigentlich was von der Regel gehört, dass man alle paar Folgen an die Oberfläche muss? Muss man das? Weiß ich nicht, habe ich nicht im Regelwerk gelesen. Aber irgendwer hat das gesagt in einem Video. Also nicht meiner Zuschauer, sondern irgendeiner... der YouTuber. Deswegen war ich sehr verwirrt und wollte dich fragen, ob du schon mal was davon gehört hast von der Regel. Nee, also ich habe das Regelwerk gelesen, da stand eigentlich nichts davon drin. Gut. Vielleicht ist das jemand, der dafür ist, dass das der Fall ist. Dass man also nie zu lange unter der Erde sein darf. Du, meine Spitzhacke gibt deinen Geist auf. Hier hinter dir liegt eine neue. Dankeschön. Ja, dann bauen wir uns selber eine Falle. Pff. Ach, das ist die Effizienz. Ich dachte halt gerade, ehrlich, ohne Scheiß. Wir stehen da auf einmal drin. Ich denke mir so, ja, straight. Ist unser. Da haben wir einen Mining-Gang von jemandem gefunden, den wir nicht leiden können. Finde ich gut. Nur Vollidioten. Ja. Komm schon, wir brauchen doch noch ein bisschen Titan. Das kann nicht so schwer sein, ein bisschen Titan zu finden. Ja, das echt. Problem ist, mir fällt gerade auf, dadurch, dass das Ding, was du übersehen hast, liegt jetzt hinter der World Border. Ja, kann sein. Wie ist das überhaupt? Ist Titan vielleicht auf einer anderen Spawnhöhe wie Dias? Oder ist es einfach exakt dasselbe? Ich weiß nicht, ob das auch so ab und zu mal möglich ist, das zu finden. Kannst. Gehst du jetzt mal weiter? Ja, ich mache jetzt einfach mal weiter. Günther! Ich habe Gold gefunden. Oh Mann! Gold kann ich echt schon bald nicht mehr sehen. Plenty of gold. We aber das Gold können wir einschmelzen in Gold. Wir können Karotten farmen und uns Goldkarotten holen. Das ist effizientes Essen. Essen, genau. Also ich würde sagen, effizientes Essen ist, eine Karotte in die Mikrowelle zu tun. Oh ja, Fluff geworfen, bei dir läuft. Eine gute Idee. Definitiv. Soll besonders lecker sein. Hat einer der Zuschauer probiert, hast du das gesehen? Ja, habe ich ja gerade gesagt, Fluff geworfen war das. Ah, Fluff geworfen. Finde ich gut. Props an dich. Weiß gar nicht. Ich glaube, ich nenne sie Fluffgewuff, nenne ich immer falsch. Mit Absicht. Fluffgewuff? Ja, ich glaube, die heißt irgendwie Fluffiges Wuff oder so. Oder Fluffgewauf.
Fluff. Aber ich habe sie von vornherein in den Streams, wenn ich sie gesehen habe, immer Fluff gebucht. Dass sie das aber auch probiert hat, ne? Jetzt mal ohne Witz. Warum? Ich find's gut, aber warum? Wie kommt man auf die Idee? Vor allem, wir müssen das nächste Mal ein Disclaimer an die Folge hängen. Ja. Karotten sind nicht Mikrowellen geeignet. Oh, ich dachte schon, jemand joint. Wir sind hier nicht in Amerika. Da musst du nicht auf eine Möhre draufschreiben, sie dürfen diese Möhre nicht in die Mikrowelle tun. In Amerika ist schlimm, da musst du selbst auf den Hamster drauf tätowieren, könnte ihren Hund ersticken lassen. Ja, ja, richtig, klar. Wirklich. Achtung hat Fell. Ja, Achtung hat Fell. Nicht gegen den Strichbügel. Ja, ist auch so, ne? Bei denen ist es ganz schlimm. Ja. Gerade bei Langhaarkatzen, die von anderen Katzen geputzt werden. Die sehen aus wie gerupft. Ja. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen Pech, was Titan angeht. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht auf der richtigen Höhe für Titan sind. Wir sind auf der Höhe, da haben wir Titan immer gefunden bis jetzt. Eigentlich haben wir Titan noch nie so richtig gefunden, außer in der Höhle. Doch. Oder? Ich kann mich noch erinnern, dass wir am Anfang beim Strip meinen. Ja, echt? Okay. Ja. Ja, vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir eine freie Höhle finden und die erforschen. Da hat man so viel Glück, dass man dann Dias findet. Nicht Dias, Titan. Wir werden in 5 Sekunden gekickt. Ja, ich glaube ja auch. Hui! Und ich bin fort. Down. Bin fort You're jetzt. Going down all the time. So ist das. So. Gut. Baloo hat die Abmod. Ja, ihr Lieben. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Morgen geht's weiter. In der Hoffnung, dass es keiner verfolgt und ihr alle lieb zu uns seid. Ich kann im Übrigen nochmal das geheimnisvolle Geräusch machen. Warte, Mist. Ja, ihr wisst es wahrscheinlich immer noch nicht. Du ziehst den Popschutz übers Mikro. Oh, fast, aber nein. Für Katze nochmal. Viel Spaß beim Raten und guckt bei den anderen Verrückten vorbei, die sind unten in der Beschreibung. Macht's gut, bis nächstes Mal und tschüss.